Hallo mein lieber Krebs, wir schauen heute für den Valentinstag in das Lightseers Tarot. Was gibt es da für unseren lieben Krebs? Was gibt es für den Krebs für Valentinstag 2024? Oh, du meine Güte. Na, da wollen wir aber noch mal schauen, was es da genau gibt für dich, lieber Krebs. Aha, gut. Wir haben hier den Teufel, das ist eine große Arcana-Karte. Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass jemand sehr Negatives oder Schlechtes oder Toxisches auf euch zukommt. Das kann schlicht und einfach bedeuten, dass ein Steinbock auf euch zukommt. Warum? Das ist die große Arcana des Steinbocks. Ja? Und nicht alle Steinböcke sind irgendwie schlecht oder böse, nur weil das die Karte des Teufels ist. Ja? Also bitte nicht zu wörtlich nehmen. Dieser Steinbock reicht euch die Hand, er reicht euch wahrscheinlich sogar vielleicht einen Blumenstrauß oder etwas. Er will euch die Hand der Liebe reichen. Das Negative an dieser Karte ist halt, dass es da oft um ein sehr schnelles, sehr heißes Feuer geht, das aber auch umso schneller wieder vergeht. Also das ist sozusagen oft ein Fling oder eine Affäre, eine heiße, aber da ist nicht viel dahinter oft. Ja? Bei einem, also da geht es jetzt nicht um das Sternzeichen Steinbock, ich möchte hier nicht die Steinböcke schlecht machen, sondern da geht es darum um die Bedeutung der Karte Teufel. Die kann eben auch mit Obsession zu tun haben. Das heißt, wir können hier ein bisschen zu obsessiv einem Partner nachlaufen. Das kann Stalking sein, das kann sein, dass man viel zu viel in eine Beziehung hineininterpretiert, wo eigentlich nicht viel ist. Ja? Also diese Karte ist ein bisschen schwierig, aber sie kann im neutralsten oder positivsten Sinne einfach nur bedeuten, dass ein Steinbock euch die Hand zur Liebe reicht. Dann haben wir hier die Karte der Kommunikation, das heißt, es wird hier viel getextet. Vielleicht hängst du sehr viel am Handy und schreibst mit jemandem hin und her an diesem Valentinstag. Das ist gut möglich, ja? Vielleicht telefonierst du auch ewig lang mit jemandem. Vielleicht hast du das Gefühl, wir zwei, wir sind wirklich ineinander so verliebt, dass wir fast schon eben obsessiv aufeinander kleben. Ja? Die Kommunikation ist irgendwie unabgebrochen, sie ist ständig und stetig. Ja? Das ist das, was hier so rüberkommt für diesen Valentinstag. Ich wünsche dir einen schönen Tag morgen und bis bald. Tschüss!